Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Jump'n'Run Action gemacht und sind Kagekiyo wieder begegnet, den Typen da vorne. Also nicht da vorne, aber der ist da hinten gelaufen und wir gehen natürlich den komplett anderen Weg. Weil wir sind ja mal verreckt und gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir versuchen natürlich hier nochmal alles. Aber diesmal ein bisschen schneller. Bams. Aber wir haben schon gesehen, was hier auf uns wartet. Da ist alles schon gut, aber das reicht auch. Ist mein Schild so wegbrezeln. Klar, die mit Schild halten weniger aus als die anderen. Ausgezeichnet. Gut, haben wir das hier mal in rasender Geschwindigkeit erledigt. Meine ich noch Bogenschützen und da habe ich die auch weggehauen direkt. Warte, wo bin ich hier? Kann man ja nicht noch hoch? Konnte ich ja nicht gerade noch hoch? Aber da hinten. Ich glaube ja. Ja. Mach mal direkt nochmal. Bams. Rückblickend betrachtet, dass ich doch zum Heilen irgendwie zurückgehen sollen. Letzte Mal. Aber was soll's. Waren schon alle? Nee, was? Die leben noch. Den schnapp ich mir. Verdammt. Wo ist er? Da. Ah. Ah. Ist doch höchst unlogisch, dass er mich von da aus treffen könnte. Hier. Oh Gott, der Angriff zieht da gar nichts ab. Liegen bleiben. Liegen bleiben, verdammt. Wow, Bams! Hab gesagt, Bams, das zieht ja gar nichts ab. Was ist das für ein blöder Angriff? Aber der jetzt sieht mehr. Boah. Ah! Wie geht das? Was? Was? Bastard. So. In die Klöten zerquetscht. So. Könnte ich ja noch gerade ausgehen eigentlich, oder? Warte mal, für eine Karte, ja, ne? Okay, ich wäre oder so da gelandet, aber gehen wir mal da lang, da ist eine Sackgasse. Beziehungsweise da geht's zurück. Und da war ja auch so ein, weiß ich nicht. Upgrade wieder, also Amalgam-Essenz. Sollte man mal irgendwann Kamui hier erhöhen, das wäre vielleicht nicht so doof. Weil irgendwann habe ich ja genug Kamui Leben. Was dann bedeutet, ja, wäre Verschwendung. Ein ab, Bams. Erstmal die Kackbogenschützen, ey, geht mir so auf den Nerven. Oder du hast mich erledigt letztes Mal. Ma. Wie das aussieht. Also das sind, glaube ich, die besten Bogenschützen, die je programmiert worden sind, oder? Treffe mich fast jedes Mal. Bam, so. Bam. Bam, habe ich gesagt. Ma. Bam. Sehr gut. Boah. Danke. Du. Piss dich.
So. Ah. Sie sagt doch, das ist der eine der Leute, wo ich schwören kann. Dreck. Dreck, verdammter. Ah. Jetzt geht's einfach vor Umwelt. Wenn wir sagen von der Beste. So. Oh mein Gott. Also da kommen nur ein, zwei Bogenschützen und schon ist das Spiel tausendmal schwieriger, habe ich das Gefühl. Da wo ist jetzt das Ding in mir? Ist die ganze Zeit hier am Leuchten. Man macht die Schränke kaputt, Benkei. Geht nicht. Verdammt, warum nicht? Benkei, hast doch Möbel. Ja. Durch das Licht jetzt gezahlt sind Steinsäulen erschienen. Oh, geil. Da war, glaube ich, eine Truhe oder so, ne? Irgendwo. Nö, was? Ah. Verdammt. Was? What? Wo bin ich hier überhaupt? Da bin ich. Gut zu wissen. Tschüss. Sehe ich auch aus, ne? Verpisst euch! Da kann er sicher nicht springen, ne? Ha! Oh, komm. Los, komm! Na? Traust dich nicht? Ja. Nein, das wollte ich nicht. Da komme ich aber nicht rüber. Ich habe das Gefühl. Bams. Boah, der steht einfach. Nein. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich habe jetzt gerade so Probleme mit der Orientierung. Okay. Ich glaube, da oben war schon richtig. Hi, tschüss. Weil er verfolgt mich jetzt bis zum Speicherpunkt, ne? Überraschung! Mal leck mich! Mach ich da eben kaputt? Bams! Den Speicherpunkt, was willst du eigentlich? Ich kann mich gleich hochheilen. Bams. Ja, jetzt kann sie auch was reißen. Gut. Was? Wollte nur sagen, ich habe nichts gedrückt. Wow, so komisch am Rumzappeln. Er lebt immer noch. Sehr schön. Man auch Punkte sammeln. Ah, okay. Ich will mich so einen Typen hinterlassen. Komisch. Zack. Ich glaube, der kann ein bisschen schneller laufen. So, Pisser, da oben. Komm runter. Ja, super. Ah. Du kommst jetzt da runter oder ich hole dich da runter. Was? Hey.
Was zum Teufel? So, du kommst jetzt da runter. Boah, gehen wir auf den Kristall los. Was? Da ist er. Aha. Aua. Okay, der echt voll unbesiegbar ist, wenn er noch seine Rüstung hat, ne? Bams. So, jetzt aber. Aua. Er hat immer noch seine Rüstung, was? Kann er ja. Aber jetzt aber nicht mehr, oder? Wie hilflos das aussieht. Ja, willst du auch machen, wenn so ein Riese mit so einem Riesenhammer auf dich zukommt oder Knüppel oder was weiß ich. Oder gar wenn der irgendwann einen riesigen Hammer bekommen würde. Das wäre Overkill. Oh, ich kann echt kaputt machen, geil. Das sah nur so kaputt aus. Na, warte. Ja, komm. Okay. Sehr schön. So, und jetzt so. Das war schön. So, jetzt macht er wieder eine Randale. Ich habe noch nichts zu essen. Wasch, wasch, brumm. Ja, der Typ sagt, war ja geilste. War weg. So, danke. Ha. Mein gleiche Kombi, gut. Ha. Wunderpille. Wieder lebt noch einer. Spinne. Da ist schon wieder so einer, der welche rufen kann, oder? So. Gut, dass ich die Wand hier eingerissen habe. Ja, die sah schon so kaputt aus. Kann ja den Schaden irgendwo gegenzauen. Wie hier. Na, für was habe ich das denn jetzt gemacht? Donnerkeil-Wappen. Eine Amalgam-Essenz noch. Eine Wunderpille, okay, da könnte eigentlich auch alles nützlich werden. Gemein. Boah, ich habe das ganze Ding jetzt weggehauen. Okay, dann kann ich jetzt da oben lang. Aber gehen wir mal speichern. Es ist schon wieder sehr viel Paranormales hier passiert. Und zack. Ja. Ach. Oh, das war schön, als ich da durchgebrettert bin. Der Typ macht einfach am meisten Spaß zu spielen, weil er einfach alles weghaut. Sehr schön. Wie? So sehe ich auch aus. Mal da hinten. Was war da hinten? Ja, als sie auch kaputt war, war aus. Oder? Ich habe natürlich nicht gemerkt, wie das aussieht nochmal. Ja, ich glaube, das kann man auch gut machen. Hallo? Oh Gott. Warum? Was lohnt sich hier?
Einfach also den hier machen. So. Himmlische Strahlung. Fuck ist das? Der war noch nicht tot. Ich dachte, er wäre schon hier zu dem ja geworden. Verdammt. War in dem einen Gebiet jetzt schon so was? Das auch so aussah, wo ich schon mal war. Ja. Weiß nicht, wie ich denn jetzt lang. Jetzt so geradeaus oder? Genau so zurück, ja. Wenn es so lang gehen, dann so. Dann komme ich auch rein. Das machen wir. Aber dafür brauchen wir Yoshitsune. Wupp. Okay. Aber wenn hier schon wieder Bogenschützen sind, ne? Naja, anscheinend. Au. Au. Aua. Ah. Oh, ist schon wieder was. Eigentlich schon alle Waffen jetzt voll aufgelevelt, die ich habe. Glaub ja, ne? Piss dich. Oh, da ist ein Bogenschütze. Will ich auf den Arm nehmen? Komm, steh auf. So ein merkwürdiger Angriff für der Typ. Steh auf. Sehr gut. Und hier ist wieder was, ne? Hab ich es? Ja. So. Eine schöne Aufnahme von Shizuka. So. Oh nee. Ich dachte, alles aber im Bogenschützen nicht angreifen. Boah. Oh, ich dachte, er hat mich abgewundet. Wäre ja noch schöner. Kann ich euch nicht da einfach die Klippe runterschmeißen? Ja, ne? Hm, wäre voll die geile Idee. Kommt mal alle hier so vor mir. Ihr wollt es doch auch. Jetzt wird es mir zu riskant. Sehr schön. Und zack, weg seid ihr. Wenn ich treffe. Das tue ich. Meistens. Außer ich drücke was Falsches. Dann treffe ich nicht. Bam, 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 bam. Und schon sind sie alle weg. Geil. Und da oben ist eine sehr komische Kamera. Üppiges Wappen. Ah, ich dachte, ich komme ja auch weiter. Anscheinend nicht. Da muss ich doch da oben lang. Leck mich. Irgendwann falle ich so darunter. Ich weiß es. Oh, nee. Nee.
Aber ich weiß nicht, was man drücken soll. Ich drücke einfach nur X und irgendwo hin. Aber es scheint bis jetzt immer richtig gewesen zu sein. Irgendwann finde ich heraus, wenn man sich fallen lässt. Und das ist dann nicht gut. So, dann weiß ich nicht. Versuche mal noch bis da hinten hinzukommen. Zu dem Speicherpunkt. Nehme ich an. Wir gefallen, dass wir alle sterben werden. Wieder falsch. Wieder falsch. Und ja. Keine Ahnung. Ja. Tschüss. Was war das? Hm. Ja. Hat sich irgendwo was geöffnet? Nö. Na super, falsch. Na. Aber bloß nicht, dass ich jetzt da runterkommen. So, hier sind wir Kagekio begegnet. Der ist da oben lang gegangen. Und wir gehen da lang. Oder? Ja. Nicht so einladend aus wie der eine Ort. So, jetzt hier lang. Ausgezeichnet. Sieht auch, das sieht ein bisschen so aus wie der Ort, wo wir mit Shizuka und Benkei waren. Ja. Ja. Tschüss. Soll ich nicht bekämpfen? Nein, hier sind irgendwo Dingens. Ich muss euch bekämpfen. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Guten Tag, habe ich gesagt. Beinahe wäre ich wieder frei. Geil. Wer die verfolgen mich jetzt bis zum... Warum ist er so fast tot? Hilfe. Wäre mal gut... nachzugucken, ob ich hier alle Waffen, ja. Aber wer braucht noch ein bisschen Leben? Ich würde sagen, Shizuka und, ja, Shizuka sowieso. Er hat schon jetzt 6 Dinger. Könnte ich mir zwar für den Bosskampf aufheben, aber nee. Sie bekommt nur 100 Dinger dazu, ganz ehrlich. So, Benke hat sowieso genug, dann bekommt er ja auch noch 4. So. Mit ihm herum bin ich ein bisschen sicherer und da ist der Speicherpunkt, geil. So wie dazu. Ja, ich nehme an von hier. Weiß nicht, kann ich ja mal hingehen. Da ist wahrscheinlich auch noch irgendwo am Algar, ne? Aber nicht in dieser Folge, oder? Versuch mal hier schon mal darüber zu kommen. Wenn ich runterfall, dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Mal schauen. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Sehen wir so, sehen aus wie so richtig komische Sprünge. Ja, der ist lang. Hilfe. Der ist auch lang. Und da ist schon wieder Dingens. You kidding me? Ah, meine Güte, die zieht sogar irgendwie da hin. Sehr schön. Muss ich doch, hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Was hier irgendwas zum kaputt machen wieder? Nö. Und hier schon wieder. Das war sehr schön. Wie so ein Kind. Guck mal, was ich kann. Okay, hier noch nicht. Nein, schon wieder. Ja, das hat mir ein bisschen Angst gemacht jetzt. So, wo ist das Teil? Wo ist es? Da. Wir werden 2 Dinger bekommen. So, und hier ist nichts mehr, ne?
dann wieder zurück. Jetzt falle ich da runter. Jetzt immer noch was. Wo denn? Meine Güte, wo? I can't see it. Ah, sehr schön. Ja, damit haben wir gleich schon wieder ein paar Dinger drin. Boah, leck mich. Schön. Ich dachte jetzt, dass im Gegner gespawnt, aber da war der Speicherpunkt. So. So, boah. Wenn ich ein Stück wieder hier rüber schaffe, ohne herunterzufallen, hätte ich nicht gedacht. So, nochmal speichern. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.